Moin, ein paar Marillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. So, wir wollen zu dem Gefäß, das da hinten ist. So. Alter, es wird hier aber fies dunkel. Was ist denn das? Das hält sich. Okay, das sieht aus wie so ein Eingang von irgendwas hier, von der Mine oder so. Mhm. So, hier soll sich irgendwo ein Gefäß befinden. Da liegt's ja. Das wird zu schwer. Das war zu schwer? Was? Was ist denn da noch drin? Alter Zahnstocher. Okay. Da ist ein Händler. Dann gehen wir mal zu dem. Dann machen wir uns mal ein bisschen leichter. Anscheinend haben wir ja schon mehr, als wir tragen können dabei. Aber guck mal, hier so eine riesen Mine. Mit allen Pipapo, nur für dieses Gefäß. Ist schon komisch, oder? Ah, wir haben noch ganz viele Heiltränke, sehe ich jetzt. Oh, ich dachte, sie hält sich an dem Seil fest. Okay, wenn da vorne ein Händler ist, dann müssen wir uns erstmal erleichtern. Ach, geil, lila Blumen, ey. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Oh ja. Immer mehr davon. Bitte, bitte, bitte. So, da ist ein Händler. Warum steht hier mitten in der Pampa ein Händler rum? Okay, er hat auch nichts zu sagen. Gut, Rohstoffe. Alter, haben wir viel Zeug. Okay. Wir können ja alles mal verkaufen, wovon wir sehr viel haben. Also zum Beispiel ist an diesem Gegenstand nicht interessiert. Zum Beispiel das hier. Und eine Graserlinse. Können wir auch verkaufen. Was sind das? Keine Ahnung. Metallbrand. Haben wir jede Menge von. So, was sind das? Kühlsaft. Viel Kühlsaft braucht kein Mensch. So, muss weg. Das muss alles weg. Guck mal, wie viel Kühlsaft wir haben. Wir können ja zwei Stacks können wir ja lassen. So, was haben wir hier noch? Metallgefäße. Ja, auch weg. Wir brauchen keinen Mensch. Metallgefäße. Was haben wir hier noch? Aloe. Aloe brauchen wir für Feuerpfeile. Da behalten wir noch ein bisschen was. Wächterlinsen. Meine Wächterlinsen bekommt man auch bei jedem Wächter fast. Jede Menge Zünder. So. Was sind das hier? Wüstenglas. Die geben schon viel. 250, ja. Was sind das für Dinge? Echohülsen. Ja, den Rest. Draht brauchen wir auf jeden Fall. Den Rest können wir behalten. So, was hat er denn so Schönes im Angebot? Ein Schattenrassler und eine Schattensprengschleuder. Schattenkriegsbogen. Sehr selten. Diese Waffe verursacht wenig Schaden und feuert Elementladungen ab. Sie kann Feinde verwundbar machen und so für einen Vorteil im Kampf sorgen. Kann modifiziert werden. Kriegsbogen. Was hatten die da? Verderbnis, Eis und Blitz. Und der hier macht normalen Schaden noch. Verderbnis, Eis und Blitz. Scharfschützenbogen. Vielleicht machen wir den Kriegsbogen da rein.
Warte mal, der macht 60 Damage. 15, 12, 30. Können wir uns eh nicht leisten, weil wir keinen... Also die Sprengschleuder könnten wir uns noch kaufen. Diese langsam feuernde Schleuder wirft explosive Bomben mit verschiedenen Auslösemechanismen, die großen Stoß- und Flächenschaden verursachen. Kann modifiziert werden. Weil wir haben ja nur diese Schattenschleuder, womit wir Elementarsachen auf die Gegner platzieren, also drauf platzieren können. Nee, die haben wir nicht. Wir haben eine andere Schleuder. Aber egal, ich weiß nicht, ob wir dann... Jetzt, ich meine, noch einen Kriegsbogen... Andererseits wäre so ein Kriegsbogen natürlich ganz geil, weil der halt Elementarfähigkeiten machen kann und dann können wir das, dann können wir diese normale Schleuder rausmachen und können vielleicht den Seilwerfer mitnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Was hat die denn für Outfits, wenn die schon so krasse Waffen hier hat? Keine Ahnung. Gut, aber wir haben die Sachen ja eh nicht dafür. So, wir müssen hin. Wo müssen wir denn hin? Zum nächsten Lagerfeuer, dann die Straße nach unten. Aber so halt der Jägerbogen... Oh, fuck, was ist denn das? Dann ist noch so einer. Das ist der einzige... Mit meinem Wissen aus der Brutstätte kann ich diesen Verwüster überbrücken. Ja, das ist mir schon klar. Dann überbrücken wir den doch mal. Ich hoffe, jetzt kommt kein anderer. Oh, 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 oh. Na gut, Verwüster. Dann verwüste mal den anderen. Durch den Baum gespannt, so muss es sein. Ups. So, normale Jägerpfeile. Sollen wir ihm erstmal ein bisschen was absprengen? Ich werde tun, was ich tun muss. Ich auch, meine Fräulein. Na, komm. Es war so klar, dass er mich trifft. So, da haben wir ihn verwüstet, den Verwüster. Ich will ja eigentlich nur kurz zu dem Lagerfeuer gehen. Der Verwüster haut wieder ab. So, wir haben gespeichert. Jetzt müssen wir zu dem Lagerfeuer, welches da hinten ist. Blätter nicht vergessen. Und nicht so ein fucking Strauß ist hier irgendwo. Was macht der mit dem Mann da hinten? Und Schwein. Oh, was Gelbes. Oder warte, sollte das grün sein? Was ist das für ein Kackstrauß? What the fuck? Ne, ich behalte hier den Bogen. Also der Bogen ist so geil mit den Feuerpfeilen. Ich glaube nicht, dass der andere Bogen besser ist. Aufmerksamkeit haben? Ja, was möchtest du denn von mir? Du hast mich gerettet. Ich danke dir, Nora. Kein Ding. Das ist eine alte Mühle oder so. Guck mal, so ein Wasserrad.
Dann ist noch so ein Strauß. Sieht echt aus wie bei Conan, muss ich sagen. Okay. Weiter zum Feuer. Da hinten ist das Feuer. Ah, dann komm halt her. Mach hier keine Welle, komm zu mir. Komm. Na komm. Es wäre cool, wenn die für immer überbrückt werden würden und dann immer hier rumstehen. Dann hätte man irgendwann überall Wächter stehen. Okay. Ups, ich habe das falsch ausgewählt. Was ist denn das für ein Vieh? Ach so, das ist nur so ein... Das wäre nur so ein normaler. Alter. Na komm. Dann packen wir dich halt ab. Show me your genitals. Also die Feuerpfeile hauen halt am meisten einfach rein. Da kann man sagen, was man will. Zwei Schüsse, das Vieh brennt. Taumelt erstmal rum und dann mit dem Präzisionsbogen schön die fetten Teile abballern. Und schon ist die Sache geritzt. Kühlsaft hatte der dabei. Wahrscheinlich muss er sich selbst irgendwie runterkühlen. Gut. Haben wir gemacht. Weiter zum Dorf. Oh, was ist denn das? Was ist das? Daraus werde ich später einen Trank brauen. Okay, hast du ja viel vorgenommen. Das ist wie eine riesen Arena. Oder ein Bergwerk oder so. Okay. Bin gespannt, was es hier noch alles auf sich hat. Wir werden ja demnächst irgendwann noch einen Schwung neue Quests bekommen. Ah, hier sind schon Soldaten. Grüß euch! Da ist eine Quest. Mal gucken, was er will. Ist er nackig? Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert wie Weißkohlen hier im Steinbruch. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Oh, mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Oh, Verzeihung. Ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches. Tja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawat sagte... Nein, das ist zu dämlich. Was genau hat Sarawat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steinerücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. 5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft.
Ich habe das schon 4-mal gesehen. Okay. Das können die sonst aber besser. Ja, wenn mir das schon wehtut, oh fuck. Ich hab nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Ah, wenn mir das schon wehtut. Ich dachte, man kann sich vielleicht irgendwo abseilen oder da runterklettern oder was. Ich muss jetzt nicht da außen rum in den Steinbruch reinlaufen, wenn ich doch schon da vorne stehe, oder nicht? Ich würde mal gerne wissen, wie viele Leute da schon gestorben sind. So. Wappnen uns. Die brauchen wir natürlich auch hier. Okay. Blut auf Stein. Wie kommt man denn jetzt hier runter? Sag mal hier. Oh, das ist schön. Gar nicht, hä? Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Oh ja, leck mich doch, Leute, jetzt. Muss ich da außen rumlaufen. Und niesen muss ich auch noch. Ah, danke. Oh. So, wir sehen uns einfach mal im Steinbruch ein bisschen um. Untersuche den Haufen. Untersuche den Sprengstoff. Haufen. Da ist Sprengstoff. Sprengstoff. Im Steinbruch finden viele Sprengungen statt. Hier bebt doch irgendwas. Untersuche den Haufen. Stein, was ist denn das? Ist das Steinhaufen? Wo kommt dieser Steinhaufen her? Das sind doch keine normalen Steine. Yo! Ist wirklich groß, was? Was ist denn das? Ich will's mal scannen. Okay, Steinbrecher. Steinbrecher heißt der. Wo ist er? Steinbrecher. Halleluja. Körper. Grabearme. Das Zerstören dieser Bauteile deaktiviert die Fähigkeit, sich in der Erde einzugraben. Das ist doch schon mal geil. Treff auf dieses Bauteil, fügt der Maschine großen Schaden zu. Der Wärmeauslass. Und das macht eine Explosion. Also, dass er sich nicht mehr graben kann, das wäre ja schon mal von Vorteil. Dann werden wir mal den Seil, das Seilding mitnehmen. Einfach mal ein bisschen festketten, hä? Keine Munition, danke. Nix da. Ey, okay. Wie anfällig ist der denn auf Feuer? Gar nicht anfällig, okay. Und auf Schock? Auf Schock schon eher. Der ist geschockt am Boden. Mal ein bisschen gesprengt werden. Ich kann nicht schießen. Okay. Er kann immer noch graben. Es lässt ja Steine regnen. Nein, jetzt habe ich meinen Pfeil verschossen. Sag mal, was soll ich denn gegen den machen? Wo sind denn die Sprengfässer? Fuck, ich muss hier weg. Nein!
Ich kann dem Scheiß gar nicht ausweichen. Die sind an den Bodenketten. Vielleicht irgendwie in der Nähe von den Springdingern hier sein. Feuerpfeile. Ich will ihn an dem Boden kennen. Jau! Komm! Das klappt nicht. Okay, anderer Plan. Wir können ihn nicht an den Boden ketten. Wir gucken mal nach seinen Schwachstellen noch. So, Steinbrecher. Stärke Feuer, Schwäche Eis. Jau. Okay, brauch Heiltränke. Stärke Feuer, Schwäche Eis. Wow! Alter. Damage. Scheiße. Ich kann seine Ärmchen nicht abschießen. Neues Eis drauf machen. Keine Munition mehr. Egal, wir brauchen jetzt erstmal keine. Keinen Schaden. Alter. Nein. Wir haben ihn gleich. Jo. Heftiges Teil, ey. Oh, der wollte sich gerade wieder einbuddeln. Und dann ist er wieder rausgekommen. Verderbnisschutz, Fernangriffsschutz für Gewebe. Häng fest. Haben wir wieder unsere ganze Heilung verballert. Na gut. Ja, war ein cooler Fight. Auf jeden Fall. Eigentlich war er sehr einfach, aber man muss auch erstmal dahinter steigen. Also mit Eis einfrieren hat geklappt. Und danach dann einfach mit dem Präzisionspfeil auf die Schwachstellen schießen. Okay. Aber hier den Pfeil finde ich ein bisschen unnötig. Beutepfeil. Unser Kackdorf hier. Aua, aua, Kaktus. Aua. So. Muss ich mit dem sprechen? So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo. Und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch, aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Ach, hab schon Besseres gesehen. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Yay! Schatzkisten. Wart. Hallo.
Ruhe. Nichts Besonderes. Okay, speichern. Oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Yo, also hier waren wir. Dann gehen wir weiter zum Panorama, würde ich sagen. Aber cooler Steinbruch hier. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. So. Dann machen wir Panorama und danach ist die Folge wahrscheinlich auch... Okay, da wird man da ganz hoch auf den Berg müssen. Dann gehen wir mal von hinten an die Sache ran. Ist das Meridian? Sind wir schon da? Nee. Für mich. Oh, Leute, dann sind wir auf jeden Fall nächste Folge in Meridian. Da wird ja einiges abgehen dann. Das ist ein Fuchs. Nein. Wildtiere immer mitnehmen, Leute. Immer mitnehmen. Knochiges Fleisch haben wir nur bekommen. So, wie komme ich denn jetzt auf diesen großen Felsen drauf? Gubbel, gubbel. Oh, es ist schön, dass es hier wieder Tiere gibt. Ein Fähigkeitenpunkt. Fuck! Mieses Teil. Burn in hell! Schieß auf dein Lohe-Ding. Saftsäcke. Ich wollte den eigentlich überbrücken, aber der wollte sich nicht überbrücken lassen. Noch ein Fuchs. Ein Waschbär. Hey. Da läuft noch was. Jawohl, in den Arsch. Und ein Schwein. Geil. Jede Menge Viecher. Gut. Wie kommen wir an der Felswand hoch? Boah, sind da viele... Jetzt so eine Brandbombe, ey. Burn in hell! Ja. Immer noch welche? Jetzt abgehauen. Geil, oh. Oh, du armes Tier. Geben schöne EP, ey. Wenn man so eine ganze Herde auseinander nimmt, das ist schon eine geile Sache. So, ich will da oben auf den Berg. Okay. Mann. So viel dazu. Der wollte es ja unbedingt noch wissen. Kommen wir vielleicht hier irgendwie hoch. Oh, ich bin so gut. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie hoch. Nein. Ja. Und jetzt hier noch. Da. Hä? Können wir hier reinkriechen? Ah, jetzt hängt's hier oder was? Ja! Wir sind oben!
So, bevor wir jetzt hinten runter gucken, wie die Stadt aussieht, gucken wir uns erstmal auf der anderen Seite um. Wir wollen ja die Spannung wahren. Okay, gucken wir uns die Stadt an. Ah, stört mir alles auf. Ja, es tut mir leid. Das ist nämlich mal eine hochgelegene Stadt, oder? Zwei Brücken? Ah, nee, das ist ein Wasserzufluss. Krass, ey. Da bin ich mal nächste Folge gespannt, wenn wir da reingehen. Ho, 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 ho. Wenn wir da reingehen, was es dort so gibt. Und ob wir den Typ finden. Wie zur Hölle kommt man da hoch? Ich sag dazu gar nichts, Leute. Anstatt, dass sie sich da festhält an diesen Festhaltegriffen, backen wir uns diesen ganzen verkackten Berg jetzt hoch und fallen dann an diesen Festhaltegriffen runter. Ah, das Panorama machen wir jetzt noch, komm. Wo ist das Panorama? Ah. Pferdchen. Komm mal her. Komm, auf geht's. Jetzt haben wir die ganzen EP von den Dinos hinten nicht bekommen. Weil wir rechts lang... Weißt du? Egal. Dann haben wir die EP halt nicht bekommen. Ist jetzt auch so. Dann ist das jetzt so. So. So macht sogar noch mehr Spaß, als den Berg hochzubacken. Solche Kletterpassagen könnt es ruhig mal öfter geben. Ihr müsst ein klein bisschen mehr Uncharted rein. Das Klettern ist echt cool. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr für was? Oh, Sprengfall, naja, okay. Ich will es kein Abseilen, ich will auf Panorama zugreifen. Apokalypse-Dorf Total 9. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell ich konnte, aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Was ist das für ein geschlängelter Turm? Sind da auch Städte drauf? Okay, Pamarillos. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann da mal reingehen. Und vielleicht diesen Olaf oder wie der Typ da heißt, wenn wir den finden. Ich habe mein Lagerfeuer entdeckt. Wo ist es denn? Okay, gehen wir mal zum Lagerfeuer. Ich bin gespannt, Leute. Iridiendorf, da ist es. So. Also, dann, bis zur nächsten Folge. Stay Pam, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.